Hallo Leute, Palmer Weekend. Ich treffe mich jetzt gleich mit Jenny, nach 100 Jahren wieder. Ich glaube, ich muss selber. Okay, nicht, dass ich jetzt überfahren werde. Nee. Alles safe, oder? Ja, tausendmal geguckt. Also, genau. Ich habe die ganze Zeit so einen Ohrwurm, den ich die ganze Zeit singe, wie so eine Serienkillerin. Dieses, ich summe die ganze Zeit. Ich bin jung, ich bin frei, gehe am Leben nicht vorbei, wie so eine Verrückte. Die wissen nicht, woher es kommt, weil ich hatte vorhin die Maske auf. Die gucken so, wer summt so. Ja, ich bin's. Mir ist das erste Mal seit Corona in der Stadt und hallo, wie voll das ist. Das sieht aus wie immer. Und ich habe Angst, deswegen trage ich jetzt schon Maske. Sicher ist sicher. Jenny kauft sich gerade einen neuen Fernseher. Wir müssen jetzt Kilometer schleppen. Oder wie viele Kilometer sind das? Hier wollen wir jetzt so ein Band machen. Und dann, ja, für die kurze Sache ist es nicht schwer, aber dann, warte mal. Wir setzen ab. Ach du Scheiße. Also es ist horrorschwer. Ich versuche gerade, sie für ein Taxi zu begeistern. Das ist echt schwer, weil man kann es halt nur so greifen. Hier. Und nur einhändig. Ganz schön der Druck irgendwie. Wir sind im Taxi. Mit Schlager. Weißt du noch, ob unsere Schlager nicht gibt? Was war denn mit dem Schlager? Er steht. Das war jetzt einfach. Oder das Aufbauen, das war gut. Ja, und ich habe Jenny natürlich zu einem Sony empfohlen. Weil es einfach am besten ist. Aubergine. Endlich essen. Das ist ja mein Lieblingsessen sogar. Also persisch. Nur schade, wir haben ein bisschen mit den Berberitzen gegeizt. Ich liebe ja hier diese Berberitzen. Die sind so sauer. Das ist ja mein Lieblingsgeschmack. Und dann haben wir, also wir haben gerade bestellt, persisch. Und dann haben wir so Kräuter. Ich weiß nicht genau, was man damit jetzt, also wie man die jetzt isst. Dazu. Ganz voll mit. Achso, das wird ein Salat. Oder wie? Nee, das sind so, die haben es doch so mit Kräutern. Da kriegst du immer so einen Teller mit Kräutern, ja, und Zwiebeln dann manchmal noch und dann schmeißt du das da rein. Ja, das ist auch Zwiebel. Achso. Weißt du, was man mit der Zwiebel macht? Ich habe eine ganze, also naja, eine Viertel Zwiebel einfach. Aber ich leg die jetzt, also, weil das schmeckt schon bestimmt gut, wenn man einfach so frische Zwiebeln hat. So. Habt ihr jetzt einfach zerkleinert, erst jetzt so. Aber wäre mal interessant zu wissen, was du damit machen sollst. Hä? Also, die wissen das bestimmt. Ja, deswegen. Ja, ihr wisst es bestimmt. Sag mir mal, was macht man damit? Mit der Zwiebel? Alle Iraner, bitte melden. Aber das ist gut. Mit den Kräutern? Nur ein bisschen mit der Zwiebel. So ja? Ist die nicht so krass scharf auch? Also ein bisschen so schon. Aber es passt mit den Kräutern, Zwiebeln, es gibt nochmal so einen Kick. Auch bei mir voll viel Soße dran. Sehr viel. Aubergine ist so ein ganz oder eine halbe nur gelassen. Yum. Vielleicht bin ich auch probieren. Hello, mal wieder ein kleines Make-up-Intermezzo mit Miss Sauda Milano. Ich zeige euch mal ein paar Produkte. Das habe ich nämlich jetzt ganz neu, diese Palette. Ich hatte vorher nämlich diese, erinnert ihr euch vielleicht noch, die Gold and Roses. Diesmal die Glam Eyes. Ich dachte, dieses Mal mache ich eher so einen Alltagslook. Oder? Nicht so aufwendig. Was heißt aufwendig? Letztes Mal habe ich mal so ein bisschen ausprobiert wieder. Ich glaube, jetzt mache ich einen Alltagslook, weil mir ist gerade so. Die Marke kommt aus Italien, Milano, wie man hier schon heraushört. Und die gibt es jetzt ganz neu bei Douglas. Also auch bei douglas.de könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich werde euch das verlinken. Dann könnt ihr auch direkt drauf gehen und euch die Produkte anschauen, wenn euch was gefällt. Genau. Ich fange jetzt erstmal mit der Foundation an. Ich war ja auch schon mit der ersten Foundation, die ich von denen hatte, zufrieden. Die Radiant Skin. Allerdings muss ich sagen, dass die noch besser zu mir passt. Die heißt Perfect Skin Foundation. Und ich sag euch, die macht wirklich Perfect Skin. Also wirklich voll krass. So makellos und so ein bisschen so ein Satin-Finish, was gut ist, weil meine Haut ja eh fettig ist und geworden ist wieder. Und deswegen passt das ganz gut. Aber ihr werdet sehen, guck mal. Also ich finde das schon, das ist echt krass. Also Foundations können die richtig, richtig gut. Benutze ich auch jeden Tag. Der deckt optimal. Dann sette ich mit dem losen Puder von denen. Der ist richtig gut. Der
ist nämlich sehr schön fein. Ich tupfe den hier so auf. Also konzentriere mich mehr auf den Concealer und T-Zone. Okay, Teint ist dann. Jetzt benutze ich einen Blush & Glow. Toller Blush. Genau, was ich mag im Sommer. So fresh, bisschen peachig, bisschen glowy. Jetzt nehme ich aber das Glam Eyes. Glam Eyes. So sieht's aus. Und ich zeige euch mal, wie schön die Palette aussieht. Das sind so exakt so meine Farben, die ich gerne immer, also so im Alltag benutze. Ich mache immer ganz gerne mit einer Farbe, die jetzt nicht so viel aussagt, aber so ein bisschen Kontur gibt, sowas. Seht ihr? So wie das hier. Damit beginne ich immer ganz gerne. Einfach, dass ich hier ein bisschen Kontur schon reingemacht habe. Ich meine, wir machen jetzt hier kein richtiges Make-up-Tutorial, oder? Einfach nur so ein bisschen Get-Ready-Style. Also, vorspulen. Und das ist der fertige Look. Finde ich die Foundation einfach Hammer. Ich finde die so gut. Oh mein Gott, meine Haut sieht so gut aus. So wirklich so perfekt. Oder? Okay, die werde ich zu meiner Hochzeit tragen. Das steht schon mal fest. Und vielen Dank an Missouda Milano für die Zusammenarbeit in diesem Video. Und jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Hallo, wir gehen jetzt Blumen schneiden. Aber erst checken wir so ein bisschen die Lage ab. Beziehungsweise da hinten chillen. Haben wir. Wann war denn das? War das letztes Jahr? War gar nicht letztes Jahr, ne? Vor 2 Jahren oder so. Vor 3 Jahren. So lange schon? Ja, ja, ich weiß, dass ich türkise Haare hatte. Ne? Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Guck mal, wie schön die Blumen sind. Wunderschön. Wow. Wir haben gerade einen Sonnenstich, hoch 10. Zum Glück habe ich diesen Hut. Aber trotzdem, es ist gerade so heiß. Wir waren die ganze Zeit, wir saßen Stunden in der Sonne, haben einfach nur uns das Feld angeschaut und die schöne Natur eigentlich. Die ganzen Schwalben, die so geflogen sind. Genau, und jetzt haben wir ein bisschen Fotos gemacht und so. Guck mal, der Hund ist auf dem Ding. Ich setze den Hund da drauf. Okay, und weg. Aber süß. Ich habe so einen Hunger. Wir haben jetzt Pizza bestellt, beziehungsweise Pizzabrot. Das ist immer mein Trick, wenn die keine vegane Pizza haben, also keinen veganen Käse. Was auch okay ist, sogar noch viel besser, weil ich bin es eh schon gewohnt. Ich mache auf meine Pizza auch hier kaum oder selten Käse drauf, sondern belegt die einfach nur so mit Gemüse, also so Tomate und so weiter, Gemüse und dann rein, fertig. Genau, und das ist mein Tipp, mein Trick, wenn ich irgendwo bestelle und die haben das eben nicht, dass ich Pizzabrot nehme und das dann belege mit verschiedenem. Genau, das habe ich jetzt mit Rucola, Tomate, was kommt da noch? Weiß gar nicht mehr. Artischocke, ach so, Artischocke und Spinat. Ich mache jetzt noch einen Salat. 25 Minuten. 25 Minuten? Schnell, ne? Ja, das ist echt schnell. Ich mache jetzt noch einen Salat aus einfach Tomate, Gurke und Avocado, weil ich da noch eine Hälfte habe. Genau. Ich mache jetzt eine mit Artischocken und Spinat. Boah, es riecht so geil. Knoblauch muss man drauf gehen. Das ist the key. Dann schmeckt alles geil. Ich habe hier Ananas. Das ist the key. Echt? Das ist the key. Wer isst Ananas auf Pizza? Sag. Aber Oliven hätte ich auch mal können, wobei sogar. Ja. So, ich wollte euch den Whirlpool nochmal beleuchtet zeigen. So sieht es aus, weil ich das nicht in dem Video hatte. Wie ein UFO. Und es ist sehr, sehr hell, wirklich. Also man sieht es auch gut im Video. Es ist wirklich auch so hell. Ein bisschen zu hell. Aber das Coole ist, dass also die LED-Kette, also das ist so quasi an einem, seht ihr, an einem Stück, das ist unten angebracht. Aber es leuchtet halt hier durch, weil das der Ring quasi ja so hell ist und das so transparent ist, dass die Farben oder das Licht dann halt durchkommen.
Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Jetzt noch einen Tee. Und ich gucke jetzt Eiskönigin 2. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten.